Ein typischer Tag im Herbst. Nebel liegt noch in der Luft und verschleiert die Umrisse der Landschaft. Alles um uns herum wirkt grau in grau. Nichtsdestotrotz machen wir uns auf in den Südharz, um einen Geschichtsort zu besuchen, der auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes steht. Unser Weg führt in die Gegend zwischen Bad Lauterberg und Nordhausen, in den Ort Walkenried. Und da ist er auch schon, unser Geschichtsort, denn direkt vor uns erheben sich die Ruinen der alten Klosterkirche. Dank unserer guten Verbindung zum Wettergott hat sich auch der Nebel zurückgezogen. Davon gehe ich zumindest einmal aus, denn über dem Nebel gelandet zu sein, wie das im Harz öfter der Fall ist, schließe ich aus. Denn wir befinden uns gerade einmal 275 Meter über normalen Null. Für den Harz ist eine solche Höhe allenfalls eine Hügellandschaft, denn am Torfhaus waren wir schon bei etwa 800 Metern höher, als wir hergefahren sind. Doch lassen wir das, deshalb sind wir nicht hier. Die gesamte Anlage sieht jetzt im Indian Summer schon toll aus und man fragt sich, was hier früher passiert ist. 1127 ist eine Jahreszahl, die ich las, als ich im Internet nach unserem Ausflugsziel Ausschau gehalten habe. Adelheid von Walkenried stiftete das Kloster, das Startkapital wurde zu einem großen Teil von Kaiser Lothar III. Beigesteuert, sodass das Kloster rasant wachsen konnte. Aber zu dieser Zeit war erst einmal etwas anderes viel wichtiger als Startkapital. Wenn man eine solch große Anlage bauen wollte, musste der Standort genau gewählt werden. Zum Beispiel war die Nähe zum Wasser zu dieser Zeit unglaublich wichtig für den Bau einer Zisterne. So waren die Voraussetzungen durch die Lage an einer Niederung mit Wasserlauf, die ausreichende Entfernung zu einer Siedlung und der damit verbundene Möglichkeit zur wirtschaftlichen Entfaltung geradezu ideal. Durch die gute Finanzierung durch Adelheid und Kaiser Lothar dauerte es auch nicht lange, bis das Ganze hier richtig in Schwung kam. Bereits 1137 wurde das erste Tochterkloster im Forta bei Naumburg gegründet. Seine Blütezeit hatte das Zisterzienserkloster im 12. und 13. Jahrhundert. Ab 1150 betrieb das Kloster etwa 30 Grangien und 6 Stadthöfe, die bis in die Gegend um Würzburg reichten. Grangien, ein komisches Wort in der heutigen Zeit, da musste ich auch erst einmal nachschlagen. Der Ausdruck stammt vom lateinischen Wort granum ab, was man mit Korn übersetzen kann. Daraus wurde dann Granicum, was erst einen Getreidespeicher und später den gesamten landwirtschaftlichen Gutskomplex meinte. Neben der Agrarwirtschaft spielte auch der Bergbau eine große Rolle im Kloster. Über 2 Jahrhunderte waren die Walkenrieder Mönche Berg- und Hüttenherren. Sie besaßen umfangreiche Waldgebiete und nutzten das Holz vor allem für die Herstellung von Holzkohle. Doch in der Mitte des 14. Jahrhunderts begann der Niedergang. Ein Wirtschaftszweig brach durch die Krise im Harzer Bergbau ein. Vermutlich war es so, dass die Bergleute zu dieser Zeit nicht tiefer als etwa 60 Meter in den Berg vordringen konnten, denn Pumpen, die das Wasser aus dem Stollen entfernten, wurden erst Mitte des 16. Jahrhunderts eingeführt. Auch der Zweig der Agrarwirtschaft ging durch ökologische Probleme und nicht zuletzt durch die Pest in die Knie. 1509 war der Konvent auf gerade einmal 12 Mönche und einen Abt geschrumpft. Später folgten Bauernkriege, bei denen auch die Stiftskirche stark beschädigt wurde. In einer Darstellung aus der Mitte des 17. Jahrhunderts ist die Kirche bereits eine Ruine. Ende der 1970er Jahre begann eine kleine Wiederauferstehung. Der Landkreis Osterode am Harz erhielt von der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz als Eigentümerin der Klosteranlage die Trägerschaft. Es wurde mit umfangreichen Sanierungsarbeiten begonnen, archäologische Grabungen begleiteten die Restaurierungsmaßnahmen. Ein umfangreich ausgestattetes Museum wurde eingerichtet, das heutige Besucher über die lange und ereignisreiche Geschichte informiert. Gegründet, nämlich Beaumont, Clermont, Ortigny und La Fontaine.
Beim Rundgang durch das Museum fällt mir eines dann doch auf, nämlich, dass ein Museum doch nicht alles erzählen kann. Man kann hier Zahlen studieren, allerhand Bruchstücke der Historie dieses Ortes werden pädagogisch in zweifelsfrei toller Art und Weise aufbereitet. Aber eines kann ich jedem Besucher nur ans Herz legen. Hören Sie einmal ganz genau hin, welche Geschichten Ihnen die Mauern selbst erzählen. Mir berichteten sie von einem Leben mit dem Glauben an Gott. Sie erzählten eine Geschichte von unsagbar harter Arbeit. Sie haben die Kälte der eisigen Winter bewahrt, aber auch die Wärme der Gemeinschaft, die hier gelebt wurde. Ich frage mich inzwischen, welche der beiden Geschichten wohl wichtiger ist. Für mich ist der Fall klar, es ist die zweite. Denn das Gehen in diesen Gängen, das Atmen der kalten Luft, hat mein Gefüge von Raum und Zeit ausgehebelt. Die Zeit dieser Geschichte ist zwar eine andere, aber der Ort ist der gleiche. Und genau dieser Eindruck war für mich das Erlebnis bei diesem Besuch, den ich nur zur Nachahmung empfehlen kann.